Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte heute ein neues Spiel ausprobieren. Pikuniku ist zwar schon etwas älter, aber ich finde das vom Auftreten her ganz cool, ganz süß. Deswegen lasst uns mal einfach reinschnuppern. Ja, Hauptmenü ist eigentlich relativ übersichtlich gestaltet. Ich denke, wir starten direkt mit dem Abenteuer. Hallo. Komm näher. Ich will dir was geben. Stell dir vor. Gratisgeld. Ui. Ja, du hast richtig gehört. Ich will dir Geld geben. Kostenlos. Gratisgeld. Ich sag dir, wie das funktioniert. Du hast wahrscheinlich viel Müll in deiner Stadt und der nimmt viel Platz weg. Ich schicke meine Roboter in deine Stadt und die sammeln all das nutzlose Zeug. Du brauchst gar nichts zu machen. Verflixt, sie geben dir nur noch Geld dafür. Gratisgeld. Du vertraust mir noch nicht? Na dann vertrau diesem Kerl. Vertrau mir, es ist Gratisgeld. Hat er jetzt seinen eigenen Bruder oder was auch immer aus seinem Hut gezaubert? Siehst du, wie ich gesagt habe? Wenn nächstes Mal einer meiner riesigen Roboter über deine Stadt fliegt, lass ihn also friedlich arbeiten. Und ich mach dich im Handumdrehen reich. Bis dann, pass auf dich auf und denk daran. Du bist perfekt. Sunshine Inc., eine bessere Welt wartet schon. Na, wenn das nicht mal eine aggressive Werbung ist. Okay, wach auf. Hallo? Oh gut, du bist endlich wach. Ah, que puedes moverte? Deutsch mit Spanisch also. Können wir hier machen? Wir können hier runtergehen. Treten können wir auch. Springen. Ach, hat er hier seine Geisterkostüme drin? Sieht aus wie sein Zimmer. Fußball spielen können wir auch. Na, gehen wir mal weiter. So kann man treten. Der Geist. Ah, prima. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Du hast lange geschlafen. Ich glaube, es wird Zeit für ein bisschen frische Luft. Das ist immer gut. Du gehst also weg. Wer bist du nochmal? Wer ist er denn überhaupt? Ich bin ein Geist. Gut, das habe ich auch schon vorher gesehen. Okay, finde einen Weg hinaus. Es ist gefährlich, alleine zu reisen. Nimm das. Meine volle moralische Unterstützung. Ja, vielen Dank auch. Tut mir leid, als Geist habe ich nicht viel, was ich dir geben kann. Da hat er auch recht. Na gut. Nach oben? Hier oben lang. Oh, die Steine kann man sogar treten. Brauche ich den vielleicht? Ist da unten? Oh, kann man hier ins Wasser rein? Tatsache. Er schüttelt sich, um das Wasser wieder abzukriegen. Okay, da oben ist der Geist. Was haben wir denn hier unten? Ein Pilz. Oh, er reißt seine Augen immer auf, wenn wir da so lang hüpfen auf den Pilz. Ah, dieser große Felsen wirkt nicht sehr stabil. Vielleicht kannst du gegen ihn treten? Na, dann probieren wir das doch mal aus. Tatsache. Ich wünschte, ich hätte so tolle Beine wie du. Ja, hätte wohl jeder gerne. Aber ich will mich nicht beschweren. Ein Geist zu sein ist auch schön.
Na, ob das so wirklich stimmt, dass man zumindest unsichtbar und kann fliegen, ne? Oh, das sieht doch alles sehr interessant aus. Dann müssen wir mit dem Pilz hier hoch. Ja. Muss man jetzt hier machen? Vielleicht hier unten lang, also auf der linken Seite. Sei vorsichtig, der Boden scheint leicht kaputt zu gehen. Ist wahrscheinlich, wenn man drauf tritt. Schnell rüber jetzt. Ah, okay. Stein wegtreten. Eine lustige Höhle. Ich denke, du bist startklar. Viel Glück da draußen. Sei vorsichtig und schick mir Postkarten. Na gut. Ich versuche mich an ihn zu erinnern und guck mal gleich, wie die Adresse ist. Finde einen Weg hinaus. Ah, hier ist die Tür aufgetreten. Steht hier drauf? Achtung! Diese Tür nicht öffnen. Dahinter schläft die Bestie. Oh, bin ich das? Bin ich die Bestie? Ich habe doch so lange geschlafen, hat der Geist gesagt. Was ist hier oben? Oh. Was ist das denn? Ist ja komisch. Die Steine mitnehmen. Oder was ist das denn hier? Da kann man hier reingehen. Hallo, eine Höhle. Was ist hier? Eine Ameise oder ein Käfer? Ist er jetzt weggeflogen? Was war das denn? So ein blauer Käfer, okay. Also diese geriffelten Wände, da kann man wohl durchgehen. Na gut, dann müssen wir darauf achten. Ach, in den Bäume kann man auch rein. Hier sind Vögel. Guten Morgen. Hallihallo. Wie geht's dir? Okay. Gut, gut. Hänge hier bloß ein bisschen auf dem Feld rum. Oh, das sehe ich. Was ist mit der Vogelscheuche? Was ist denn mit der Vogelscheuche? Ernsthaft? Eher verscheuche ich die als sie mich. Na gut, so wie die aussieht. Für hier unten. Was gibt's? Okay. Na du? Hallo? Na gut. Auf jeden Fall sehr gesprächig, die Vögel. Können jetzt hier oben lang gehen. Na, im Sprung kann man auch treten. Warum kann ich jetzt hier oben lang gehen? Ist hier unten irgendwas? Warum werde ich jetzt hier so rangezoomt? Ah. Tut mir leid, bin nicht da, komme später wieder. Na ja, gut zu wissen. Ja, geht man jetzt hier rüber oder springt man besser rüber? Ich gehe mal schnell rüber. Oh! Ist kaputt gegangen. Das
Zum Glück habe ich so gute Reflexe. Oh. Was sind das denn für Kerle? Ich schwöre, ich habe gerade was gehört. Aus den Feldern? Ach, keine Sorge, wahrscheinlich nur die Vögel. Ich weiß nicht, ist das ziemlich forsch? Wie? Das Geräusch der Bestie, die kommt, um dich zu fressen. Pff. Mach keine Witze darüber. Sie könnte in den Feldern lauern und uns anspringen, wenn wir uns umdrehen. Hey, entspann dich. Niemand hat die Bestie je gesehen. Wahrscheinlich existiert sie nicht mal. Lass uns zum Dorf zurückgehen. Okay. Bin ich jetzt die Bestie? Mir gerade schon die Vermutung, ne? Oh, jetzt fliegen die Vögel schon vor mir weg. Kann man die jetzt angreifen, oder was? Ah, die Bestie! Es ist die Bestie! Ah! Tu doch was! Oh, auf mich draufgetreten. Was passiert jetzt? Mich jetzt gefangen genommen? Die Bestie ist wach. Ah, ah, ah. Hm. Sie sieht gar nicht bösartig aus. Ich hätte gedacht, sie wäre größer. Aber sie hat unsere Brücke zerstört. Bestie, warum bist du hier? Ich werde euch alle auffressen? Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Hm? Oh. Na schön. Okay. Das ergibt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Du siehst nicht gerade furchterregend aus. Nichts für ungut, aber solltest du nicht mächtig und gigantisch sein? Bin ich doch? Irgendwie? Was sollte ich sein? Hm. Was sollte ich sein? Hm. Das ist sonderbar. Ich glaube, wir sollten sie befreien. Ja, sie stellt wohl keine Gefahr dar. Sieht mir nicht nach einer Bestie aus. Also gut, wir lassen dich raus. Das ging aber einfach. Aber du hast unsere Brücke zerstört. Hilfst du uns, sie zu reparieren, wenn wir den Käfig öffnen? Ich sehe mal, was ich tun kann. Auf keinen Fall. Naja, ich helfe da schon, ne? Gut, in Ordnung. Hab jetzt auch nicht Ja gesagt, ne? Sag Bescheid, wenn du unsere Brücke in Ordnung gebracht hast. Hä? Ich dachte, ich sollte denen helfen. Jetzt soll ich das alleine machen, oder was? Repariere irgendwie die Brücke. Okay. Die Fliege, was ist mit der Fliege? Hm. Wenn ich die Augen halb schließe, siehst du ein bisschen wie die Bestie aus der Legende aus. Vielleicht bist du es doch. Okay. Ich traue dir nicht. Okay. Okay, treten kann man die auch. Ah, in dem Brunnen kann man also auch. Was hier so ist. Sieht ja aus wie von den. Ah, hier soll man Äpfel reinbringen wahrscheinlich, ne? Ah, dann müssten wir bei der Blume auch so einen Kelch oder so eine Lampe dahin bringen, ne? Okay, hier ist nichts. Wir müssen irgendwie Äpfel finden. Aber erstmal sollten wir die Brücke reparieren, oder? Na, schauen wir mal, ich glaube, die Brücke war hier irgendwo. Und die Vögel fliegen immer noch weg. Schauen wir mal. Ja, was kann ich jetzt machen? Da ist irgendwas im Baum. Oh, eine Spinne. Oh, hallo. Warum hast du mich geweckt? Ich muss diese Brücke reparieren. Vergiss es. Ich muss die Brücke reparieren. Hm? Hast du die Brücke kaputt gemacht? Ja.
Na, warum hast du sie dann erst überhaupt kaputt gemacht? Kümmere dich selbst um deine blöden Fehler. Das ist auch keine große Hilfe. Ich probiere es nochmal. Warum hast du mich geweckt? Muss die Brücke reparieren? Was, wenn ich Nein drücke? Tja, wenn du eine Spinne wärst, was ich zufällig bin, könntest du sie wohl mit einem dieser netten Spinnennetze reparieren. Aber offensichtlich bist du keine. Also viel Glück damit. Ja, okay. Das war jetzt auch keine große Hilfe. Oh, hier ist die Fliege wieder. Morgen? Okay, ich glaube hier kommen wir erstmal nicht weiter. Ich glaube, so ist es ein bisschen schneller. Oh nein. Das wollte ich jetzt aber nicht. Okay, wenn man sich bewegt, dann geht das immer hoch. Oder wechselt die Richtungsänderung. Ich würde mal gerne wissen, was hier in dem Haus drin ist. Warum kann ich hier nicht rein? Oh. Okay, hier oben ist ein Shop, der ist offen. Ich will die Bestie nicht in meinem Haus haben. Ja, okay. Was macht er hier? Ich kann es nicht glauben, dass die Legende der Bestie wahr ist. Andererseits warst du nur die Bestie. Also vielleicht war es nur eine Geschichte in dem Sinne, ich bin verwirrt. Na gut. Oh, hier ist eine Kamera. Ein Apfel. Ich muss doch 3 Stück sammeln, ne? Was ist hier los? Hast du die Brücke schon repariert? Ohne sie gelangen wir nicht an unsere Ernte. Verstehst du? Der Roboter kommt nicht mehr. Und das heißt, wir kriegen kein Geld. Ah, okay. Aber wie kann ich die Brücke denn reparieren? Verschwinde! Nee, da komme ich nicht hoch. Lass mich in Ruhe. Hm? Ich traue dir immer noch nicht. Na gut. Oh, ein Geschenk. Du hast eine Trophäe gefunden. Gehender Piku. Ah, schön.